Die arme Baba. Vor langer Zeit, als dort noch tiefer Urwald war, wo sich heute die Stadt Kossum Pisai erhebt, lebten die Waldbauern dieses Gebiets von Elefantenzucht. Sie führten die Elefanten aus ihren Siedlungen hinaus auf die Lichtungen des Waldes, wo sie weiden konnten. Oft zogen sie auch aus, um wilde Elefanten einzufangen und dadurch ihre Herden zu erweitern. Auf ihren Waldwanderungen schliefen sie nachts im Dickicht. Eines Tages brachen die Elefantenführer wieder auf, um mit ihren Elefantenherde neue Weideplätze zu suchen. Aber bis zum Ufer des Flusses war alles abgegrast. Sie zogen am Fluss entlang und kamen gegen Abend in ein Gebiet, das inmitten einer Schleife des Flusses liegt, an der Einmündung eines Nebenflusses. Dort wollten die Männer rasten. Unter einem großen, schattigen Baum ruhten sie sich aus. Gerade als sie sich zum Schlafen ausstrecken wollten, hörten sie über sich im Blätterdach des Baumes eine Stimme rufen: »Oheim, oheim!« Die Elefantentreiber blickten auf, doch konnten sie zwischen den Blättern nichts unterscheiden. Da erklang die Stimme zum zweiten Mal. Und nun sahen sie es alle. Da saß eine nackte Frau mit wunderschönen Augen im ebenmäßigen Gesicht, und ihre Haare flossen in Wellen herab bis über ihre Schultern. Sie saß auf dem Baum und jammerte und bat um Hilfe, denn sie fände nicht mehr hinab. Die Elefantentreiber trauten ihren Augen nicht und fragten: »Bist du ein Mensch oder ein Geist?« Die nackte Frau antwortete: »Ich bin ein Mensch.« Aber die Elefantentreiber glaubten ihr nicht, denn sie wussten, dass schon immer die Geister sich gern in Menschen oder Tiere verwandelten, um andere zu ängstigen. Deshalb wollten sie durch eine List sich Klarheit verschaffen darüber, ob sie die Wahrheit gesagt hatte. Wenn sie ein Mensch ist, muss sie Buchstaben schreiben können. Die Elefantentreiber brachten ein Blatt und Stifte, banden es an eine Schnur und warfen es hinauf. »Schreibe deinen Namen nieder«, riefen sie. Alle waren davon überzeugt, dass die Frau ein Geist sein müsse, doch wollten sie Gewissheit haben. Es konnte ja auch ein Mensch sein. Wie erstaunt waren sie nun, als das Blatt wieder herabfiel und jedermann deutlich lesen konnte, dass die Frau dort oben Baba hieß, aus Seng Badan stamme, dem Eingang der Unterwelt. Nun waren die Elefantentreiber sicher, dass die nackte Frau ein Mensch war und kein Geist. Sie halfen einander, die Frau vom Baum herabzuholen. Als sie auf der Erde stand, fragten die Elefantentreiber sie aus: »Was machst du hier und warum lebst du in diesem Zustand allein im Wald?« Die Frau wollte zuerst nicht antworten, sondern flehte die Männer an, sie nur möglichst schnell aus diesem Wald zu führen. Noch diese Nacht müssten sie aufbrechen. Aber die Elefantentreiber wollten davon nichts wissen, sondern drangen nur immer nachdrücklicher in sie, die Frage zu beantworten. »Wenn du uns nicht sagst, was wir wissen wollen, dann werden wir dich auch nicht mitnehmen.« Das löste ihre Zunge. Sie sprach: »Ich bin die Tochter des Dorfältesten von Seng Badan. Dass ich in diesem Wald verschlagen wurde, das kam so. Eines Tages hatte ich Streit mit meiner Mutter. Ärgerlich verließ ich das Haus und ging zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Da kam ein großer Affe, umarmte mich und schleppte mich fort. Ich verlor vor Angst die Besinnung. Als ich wieder zu mir kam, lag ich in der Umarmung des Affen in seinem Nest auf diesem Baum. Ich fürchtete mich sehr vor ihm, aber was konnte ich tun? Tag und Nacht habe ich geweint, er aber war unerbitterlich und brachte mich nicht wieder nach Hause. So musste ich mich schließlich meinem Schicksal ergeben und seine Frau werden. 6 Jahre lebe ich mit ihm auf diesem Baum. Er hat mich geliebt und mir jeden Wunsch von den Augen abgelesen. Reis, Fisch, essbare Wurzeln und Speisen aller Art schleppte er für mich heran. Unsere Wohnung in den Ästen enthält alles, woran ein Mensch herzlich erfreuen kann.« Nun sprachen die Elefantentreiber: »Wenn du so gut mit dem Affen zusammengelebt hast, ist es dann nicht besser, du bleibst da und kommst gar nicht erst mit uns?«
Aber die Frau flehte sie an, sie nach Hause zu bringen, zu den Menschen, denn bei den Affen zu leben sei für sie eine hunderttausendfache Qual. Sie wolle die Gesichter ihrer Eltern endlich nach so vielen Jahren wiedersehen. Zu lange sei sie schon von ihnen getrennt. Sehnsucht habe sie, und sie machte sich Sorgen, wie es den beiden Alten jetzt wohl ergehe. Darum bitte, brecht auf und führt mich hinaus aus diesem Wald. Die Elefantentreiber hatten Mitleid mit ihr und willigten ein. Sie gaben ihr Tücher, womit sie sich umhüllen konnte. Als sie gerade dabei waren, einen Satz für sie auf dem Rücken eines Elefanten hinzurichten und die Herde sich in Bewegung setzen wollten, da erklang über ihnen im Baum vor dem Lager, wo die Frau herkam, ein weinendes Stimmchen und es schien im Geäst ein Wesen, halb Affe, halb Mensch. Die Männer wunderten sich und fragten die Frau, was ist das? Sie entgegnete, das ist mein Kind, ich habe es meinem Affenmann geboren. Als die Elefantentreiber fragten, ob sie es nicht mitnehmen wollte, da antwortete sie, ich kann es nicht mitnehmen, denn es ist ein Affenkind. Unter Menschen könnte es nicht leben. Sein Vater liebt es sehr, darum lass es ruhig mit ihm leben. Die Männer taten der Frau den Willen und der Zug setzte sich in Bewegung. Aber bevor sie aus dem Walde hinausfanden, stand plötzlich ein gewaltiger Affe vor ihnen und versperrte ihnen den Weg. Er starrte sie an und seine Augen quollen blutrünstig hervor aus ihren Höhlen. Langsam kam er heran, um Baffa, seine Frau, zu ergreifen. Er fauchte, ihr Diebe, meine Frau habt ihr mir gestohlen, wo wollt ihr mit ihr hin? Fast war er heran. Die Elefantentreiber erhoben ihre Waffen, um den Affen niederzuschießen. Aber da rief Baffa, schießt nicht, denn wenn ihr den Vater tötet, was soll dann aus meinem Kind werden? Allein im Dschungel wäre es verloren, es hat doch seine Mutter schon nicht mehr. Wenn ihr ihm nichts tut, wird er auch euch ungeschoren lassen. Als die Elefantentreiber die Worte der armen Baffa hörten, regte sich ihr Mitgefühl und sie ließen die Waffen sinken. Doch wendeten sie keinen Blick von dem Affenriesen. Nun sah das Tier, dass die Menschen ihm nichts Böses vorfügen wollten. Es blieb stehen und die Wut, die sein Gesichtszüge verzerrt hatte, löste sich auf. Die angespannten Nackensehnen entschlafften und nur noch Traurigkeit stand ihm auf die Stirn geschrieben. Seine Blicke hingen an Baffa und er hob bittend die Hände zu ihr, als wollte er sagen, bleib bei mir, o Schwester, lass mich nicht allein. Wenn du gehst, werde ich vor Gram sterben und unser kurzschwänziges Prinzlein auch. Baffa wusste seinen Blick zu deuten, aber sie rief in der Affensprache von ihrem Elefanten herab, ich kann bei dir nicht länger bleiben. Da blitzte es in seinen Augen, mit wutverzerrtem Gesicht sprang auf, um sie auf Baffa zu stürzen. Er erhob seine riesigen Pranken, breitete die Arme aus und schnellte sich vom Boden hoch, um Baffa vom Rücken des Elefanten herabzureißen. Im gleichen Augenblick krachten die Büchsen der Elefantentreiber. Den Affenmann durchzuckte der Strahl und sich zusammenkrümelnd fiel er auf die Erde herab. Sein Blut sprudelte hervor. Kein Tag würde er mehr geben für ihn, an dem er aufstehen könnte, heil und gesund. Baffa verlor die Besinnung. In Fieberträumen schrie sie laut gellend durch den Wald, aber niemand verstand, was sie sagen wollte. Die Elefantentreiber wussten sich kein Rat. Sie trieben ihre Herde so schnell es ging aus dem Wald hinaus ins Freie. Den Riesenaffen ließen sie liegen, wo er niedergefallen war. Er wurde zum Schutzgeist des Waldes. Der Kurzschwanz, das kleine Kind, folgte seinem Vater nach. Als die Elefantentreiber nach Seng Badan gekommen waren, ließen sie die Eltern der armen Baffa suchen. Beide waren noch im Leben. Vor Freude weinten die der Dorfesälteste, als er erfuhr, dass seine Tochter zurückgekehrt war. Aber ach, die Tochter war von Sinnen und ihr Geist umnachtet. Die Eltern ließen den Mut dennoch nicht sinken. Sie freuten sich, dass ihr Kind lebendig wiedergekommen hatte. Liebevoll drückten sie die arme Baffa in ihre Brust und pflegten und nährten sie gut. An nichts sollte es ihr mangeln, solange noch